Talia war durch das absolute Böse aus den Klauen ihres Stiefbruders Tristan gerettet worden. Das schien etwas verwunderlich. Schließlich hatte Talia nur eine Cutscene zuvor aus Versehen für dessen Ableben gesorgt. Aber die körperlose Essenz des gereizten Bösen war ruhelos durch seine fehlende physische Form. Es brauchte Hilfe, um einen neuen Körper zu finden. Da griff man auch auf weniger kompetentes Personal zurück. Talia war äußerst dankbar, nach 3 langen Missionen aus dem Käfig befreit worden zu sein. Einen neuen Körper für das absolute Böse zu suchen, schien da ein geringer Preis zu sein. Hoch oben auf dem 4. Gipfel der Welt, Mount Snodmore, residierte der altehrwürdige Rat der Schnodderlinge. Diese weisen Wesen waren es, die wüssten, was ein neues, adäquates Gefäß für das absolute Böse sein würde. Talia musste lediglich den Gipfel erreichen. Eigentlich eine Kleinigkeit. Doch standen dummerweise ihr Stiefbruder und dessen überdimensionierte Armee zwischen ihr und dem Ziel. Ansonsten wäre es aber auch so leicht gewesen, dass es sogar eine Gruppe verfressener Hobbits geschafft hätte. Böse Elfen kommen überall hin. Talia war aus den Fängen des Guten befreit. Bevor sie ihre Reise zum Rat der Schnodderlinge antreten konnte, musste sie allerdings Kräfte sammeln. So ist es. Böse Elfen kommen überall hin. Was ich jetzt gerade eben in dem kleinen Intro gesehen hatte, kennt ihr diese Anspielung auf 300? Wo, wie hieß er nochmal? Der König der Spartaner, wo der auf den Gipfel steigt und da oben die ekligen Fuzzi-weisen Menschen-Typen. Wie hieß der nochmal, der König? Leonidas, so war's. Das war die Anspielung. Die weisen Schnodderlinge. Sehr gut. Okay, wir müssen auf den Gipfel und müssen dem Bösen ein neues Ich geben. Mal gucken, wie es ist. Okay, was haben wir denn hier? Günstige. Ah, okay. Ah. Okay, aber das ist natürlich. Tristan darf nicht mehr als 3 Heldengebäude errichten. Das ist natürlich ein Problem, weil wir wissen nicht ganz genau, was er tut. Wir müssen darauf achten irgendwie. Wir werden sehen. Los geht's. Viel Spaß. Oh. Was ist das? Ah, rüstet Talia aus. Mit. Mehr habe ich ja nicht. Gebt eure Befehle. Kurzer. Was ist das, Talia? Alles Gute muss sterben. Ich werde das Land vernichten. Das Böse wird siegen. Ich bin das Böse. Macht des Mondscheins, mach auf! Alles Gute, das Gute wird fallen. Ich werde das Böse wird siegen. Ich lasse mal Standard. Ich habe keine Ahnung, was ist. Wir werden sehen. Endlich frei. Dieses Reisen in einem Käfig durch die Oberwelt hat mich richtig die modrige und miefige Luft des Dungeons vermissen lassen. Was für ein aufregender Duft steigt mir da in die Nase. Ist es... Okay, wer von euch Schnodderlingen war das? Während Talia ihre neue Freiheit mehr oder minder genoss, zog ihr Stiefbruder Tristan mit seiner Gefolgschaft durch die Oberwelt. Irgendwo hier wird der nächste Stein zu finden sein.
Aber es fällt mir schwer, mich in dieser üblen Umgebung zurechtzufinden. Männer! Wir errichten hier ein Lager und werden die Düsternis von diesem Ort vertreiben. Tristan? Schon wieder? Ich habe wirklich in letzter Zeit genug von dieser Verwandtschaft gesehen. Das fühlt sich an, als würden Ostern und Weihnachten direkt hintereinander stattfinden. Und dann erdreistet er sich auch noch, die Gegend hier von ihren schicken Grautönen zu befreien. Na warte, dir werde ich alles heimzahlen. Bevor sich Talia aber auf ein Wiedersehen mit ihrem Stiefbruder einstellen konnte, war es dringend vonnöten, eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Allerdings wurde der Untergrund von Spinnen bevölkert, die diesen ihr Zuhause nannten. Zudem zogen sich besonders harte Steinschichten durch die Erde. Um diese Steinschichten abgraben zu können, musste das forschungssüchtige Böse zunächst besseres Werkzeug für seine Schnodderlinge erforschen. Doch das benötigte einiges an Bösartigkeit. Besonders viel Bösartigkeit konnte man ergattern, wenn man ein gutes Wesen bezwang. Wie beispielsweise dieses Einhorn, das, natürlich zufällig und völlig im Einklang mit dem Hintergrund der Welt, gerade hier residierte. Einhorn umhauen, um besonders viel Bösartigkeit einzuheimsen? Ha, hört sich nach einem guten Start in den Tag an. Cool, das gefällt mir. Was haben wir hier? Okay, die Spinnen sind übrigens anders. Im letzten Dungeon 3 waren die Spinnen ja so ein bisschen ekliger. Die sind eigentlich eher lustig aus. Ich esse ein bisschen Apfel weiter. Sorry dafür. Ich mach mal gerade kurz ein bisschen... Ich guck gerade mal, wo. Ah, hier ist der Ausgang. Der Eingang von dem. Okay. Ich glaube, ich krieg sogar eine hier rund drauf. So. So. Mal gucken. Nee. Das lasse ich mal weg. Ich glaube, ich krieg hier eine hin. Eine Falle. So, pass auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal Schnodderlinge. Wichtig. Okay. Kann ich denn schon Fallen bauen? Ah, konnte ich schon. Okay, wo waren die Spinnen? Die waren da oben. Hier unten werden wir, glaube ich, Platz haben. Das heißt, wir können hier... Das entdeckende Böse hatte eine härtere Gesteinsschicht entdeckt. Die Werkzeuge seiner Schnodderlinge waren dafür nicht stark genug. Und mit deren Zähnen würde es viel zu lange dauern, sich durch das Gestein zu graben. Mittels Forschung konnte das neue Technologien freischaltende Böse die Werkzeuge seiner Schnodderlinge verbessern lassen, sodass dieses Gestein kein Hindernis mehr darstellen würde. In meinem letzten Krieg habe ich die Schnodderlinge sich durch alles Mögliche graben lassen. Da ist man mal ein paar Tage eingesperrt. Und schon gibt es technologischen Rückschritt. Schrecklich. Na, hier noch eine neue Goldkammer, Leute. So. Das gefällt mir auch nicht. Ist auch ziemlich klein, das Ganze. Wir könnten aber... wir könnten eigentlich einen Weg hier entlang graben. Mache ich aber mal nicht. Oder doch? Wir gehen trotzdem mal den Weg nach hier graben. So. Okay, wir haben jetzt Platz bekommen. Wieso kann ich hier noch nicht machen? Was ist los? Zahltag. Was ist los? Habe ich das nämlich hier freigeschaltet? Doch, geht, hä? Was wir kreisen, ist auch noch ein hier.
damit wir mehr, so viel wie möglich dahin bekommen. Den Friedhof kann wohl ich hier stehen lassen, das ist gar kein Problem. Machen wir nur ein bisschen breiter. Das gefällt mir auch nicht, das müssen wir auch ein bisschen breiter noch reißen. Gold wird hier gearbeitet. Können wir schon was... nee, wir können nichts, ne? Was ist das hier eigentlich? Achso, die Wachstube. Ja, fand ich nett immer, aber ich ganz ehrlich, ich habe sie nie genutzt. Heiler, wichtig. Brauchen wir gar nicht diskutieren hier. Der Heiler muss her. So. Ja, ein bisschen Einheiten haben wir schon. Okay, jetzt müssen wir noch schnell hier eine Falle bauen. So. Und die sollen ja schön durch den Sumpf laufen. Durch den Brei. Dann machen wir es so, so. Und so. Eine Sägemühle können wir auch noch direkt hinterher machen. Machen wir erstmal das. Auch wenn ich jetzt gerade... Seht ihr gerade, die machen gerade alles andere. Okay. Hier wird ein bisschen was gemacht. Zu klein. Muss größer sein. Machen wir das hier noch ein bisschen breiter. So. Ah ja, wir haben ein paar Dämonen. Dämonen können wir eigentlich auch schon ein bisschen breiter lassen. Ein bisschen mehr Platz. Hey, was ist denn jetzt los? Warum beginnt die Erde zu wackeln? Ups. Vulkanausbruch oder Teenie-Band-Konzert? Was auch immer es war. Shit. Die Erschütterungen hatten im Untergrund einige hochgeschreckt. Zahlreiche Spinnen erwachten aus ihrem Schlaf und begannen aktiv zu werden. Oh nee. Und hungrig. Na toll, Spinnen. Schon wieder. Dass hier aber auch nie jemand an die Leute mit Arachnophobie denkt. Na gut, dann vorwärts. Dungeon bereit machen, Fallen verteidigen und die Kreaturen ölen. Fallen verteidigen? Das verteidigungsbereite Böse tat gut daran, seine Kreaturen der Horde in einer Arena schneller aufsteigen zu lassen und Kreaturen in die Wachstube abzustellen, um nach Feinden Ausschau zu halten. Okay, hier haben wir schon mal eine Falle. Das ist mal okay. Kann man schon Türen setzen? Nicht, haben wir schon gelernt. Können wir aber auch noch nicht. Oh, wir haben gar kein Gold mehr. Mal wieder. Was wird denn hier noch getan, was so teuer ist? Hier, oh wei. Wir müssen aber auch gleich nach draußen, ne? Hier, das ist das Spinnengebiet, seht ihr? Das Spinnengebiet. Wir müssen hier mal langsam... Ich würde gerne schon so schnell wie möglich... Ach, guck mal, die wollen da schon hin. Okay, dann machen wir das selber. Soweit ich weiß, hat die Spinne immer ziemlich stark. Ja, sie graben schon selber. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier... Richtig. Das machen wir aber weg. Wir dürfen nicht fallen! Es wird Zeit, ein weiteres Lager zu errichten. Vorwärts! Okay, hey, das ist unfair! Da komme ich doch noch gar nicht hin! Wie soll ich die denn aufhalten? Talia und das forschende Böse konnten mittels Forschung ihre Schnodderlinge dazu bringen, auch härteres Gestein auszugraben. Ich hab's schon verstanden. Ich bin der Besserwisser. Na gut, schau ich mir dieses Nerdzeug eben mal an. Nerdzeug. So, wir müssen hier unbedingt ein paar Fallen machen. Okay, die Spinnen kommen gerade schon ziemlich schnell. Die ja auch, ja.
Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Bis das aber gebaut wird, ist der Tag vorbei, ne? Die kommen da schon. Wie sieht's hier aus? Hier ist noch eine. Die eine Falle. So, die machen wir nicht mehr. Vorerst. Können wir schon noch eine nächste? Ja. Oh nein! Warum ist das weg? Wir haben kein Geld mehr. Die wird gleich gebaut. Das schaffen wir aber nicht mehr vorher. Da kommen sie. Ja, kriegen wir es hier noch hin? Kriegen wir es noch hin? Das wäre supi. So, wir könnten hier. Pass auf, das machen wir ein bisschen breiter noch. Und dann machen wir direkt daneben eine Arena. So, sind drin, ne? Komm schon, komm. Ja, ist drin. Okay, die Falle steht schon mal. Geschöpfe des Untergrunds brachen durch die Wände des Dungeons. Macht sie fertig. Vernichtet sie. Gebt ihnen Tiernamen, verdammte Ozelots. Okay, es waren eigentlich gar nicht so stark. Ganz ehrlich, ich werde jetzt direkt mal da vorne angreifen. Ich habe echt gedacht, wir wären stärker. Ich weiß noch, damals waren die Spinnen so mega ultra stark. Das abschlachtende Böse hat sie in den Dungeon einfallenden Geschöpfe vernichtet. Sollte es dies schon gewesen sein? Spoiler? Nein, war es noch nicht. Sollen sie nur kommen. Ich werde sie vernichten. Also, meine Armee wird sie vernichten. Und ich werfe von hinten ein paar Zauber ins Getümmel. Direkt angreifen, direkt platt machen. Haben wir keine Probleme nachher. Die kommen zwar gerade wieder, aber die kommen ja immer wieder, kontinuierlich. Da habe ich keine Lust zu. Das ist aber das. Oh nein! Doof. Wieso dreht das nicht? Okay, wird schon gehen. Noch werden sie aufgehalten. Ja, komm, das schaffen wir. Sehr schön. Ein Spinnennest wurde von den Kreaturen des arachnophoben Bösen vernichtet. Ha, das geschieht diesen Mistviechern recht. Wer sich vom Bösen plötzlich unabhängig macht und neutral ist, ist definitiv kein Keeper. Die haben hier noch ein zweites Nest erstellt. Sind sie schon tot? Ja. Direkt das Nest kaputt machen. Direkt drauf. Keine Zeit. Echt keine Zeit zu verlieren. Alles platt machen. Wir gucken aber ganz kurz. Gucken wir hier. Die Bomben wären ganz cool, ne? Geht doch nicht. 300. Ah. Was war das denn hier? Der was? Nee. Weil die verbreiten sich ja immer wieder neu, ne? Die machen ja, glaube ich, neue Nester. Also war das damals immer gewesen. Ich glaube, das haben die auch jetzt in diesem Moment hier gerade gemacht.
Fit. Das Lager wird uns gute Dienste erweisen im Kampf gegen die dunklen Horden. Die Helden hatten es geschafft, ein Lager zu errichten. Ach Mist, jetzt sollten ja keine drei. Dann würden noch mehr Helden die Oberwelt beschützen. Das können wir da nicht lange stehen. Vorwärts, Kreaturen. Auf zur Oberfläche. Brechstangen bereit machen und das Gebäude unter Denkmalschutz stellen. Ist das noch böser? Oh, es ist noch mehr, Lester. Ein Bautrupp der Helden machte sich auf den Weg, ein neues Lager zu errichten. Oh, holt euer Geld, wir gehen mal raus. Das nervt. Oh. Wir hatten das doch schon gedreht. Eure Goldader ist fast erschöpft. Jetzt mal raus hier. So. Kann man nicht hin, ne? Nö. Mist. Da müssen wir erstmal das Vieh hier umhauen. Kommen wir da hin? Ja, kann man hin. So. Mist. Gibt's keinen Weg dahin. Dieses gute Wesen. Los, Kreaturen! Werft euch ins Getümmel, brecht ihm die Beine, zupft ihm die Nasenhaare aus. Hm, ziemlich stark, ja? Talia und das langweilige Böse hatten es immer noch nicht für nötig befunden, das Einhorn zu vernichten. Wenn sie in dieser Geschwindigkeit weiter agierten, konnte man hoffen, dass alle Helden an Altersschwäche gestorben waren. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Mist! Ach, verdammte Hacke. Okay, wir können den dritten Wagen nicht aufhalten. Schade. Ich glaube, das ist zu stark für uns. Heftig, heftig, kräftig. Okay. Unsinn. Unsinn. Alles ist zu stark. Wie komme ich hier weiter? Hier komme ich nicht lang. Ich muss zu bei dem... Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Heftig. Komm hier nicht lang. Hier kann ich nicht lang. Gibt's einen Weg hier rüber? Nee. Wir müssen das Einhorn zu töten. Mann, ey. Voll zu stark. Ist Unsinn. Keine Einheiten mehr. Komm schon, ihr Hirnbrei-Menschen. Was soll ich hier machen? Arena, ne? Das ist wieder das Falsche. Nein.
neues Heldenlager war errichtet. Ach, Mann! Mist. Schade. Doof. Warum kann ich das nicht bauen? Was ist los? Ach so, okay. Kann ich hier oben nochmal welche hinsetzen? Ah ja. Okay. War doch eine Arena, ne? Was wäre die Arena? Eure Feinde sind im Dungeon. Aha. Okay. Das gern auf illegale Käfigkämpfe wettende Böse hatte eine Arena für seine Kreaturen errichtet. Mist. Ich glaube, wir haben gar kein Gold mehr, ne? Doch, hier haben wir noch eine kleine Goldader. Müssen wir mal trotzdem mal weiter gucken. Vorwärts, Männer! Errichtet ein neues Lager! Mist! Was kann ich denn noch erlernen? Na, ich habe aber keine... Schnodderlinge sind mir am wichtigsten. Jetzt kann ich ein paar neue machen, ne? Ich habe keine davon mehr. Okay. Gehen wir mal so hin. Mal mit nochmal neu Glück dahin und gucken, ob ich da jetzt durchkomme. Durch das blöde Vieh hier. Wo ist denn der Weg, den ich dann bekomme? Ach, ich kann hier weiter lang? Nee, kann ich nicht weiter lang laufen. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenraum angegraben. Och nein! Komm, wir haben es gleich geschafft. Dem habe ich es gezeigt. Ach, wunderbare Bösartigkeit. Das gewalttätige Böse hatte durch seine Armeen das gute Wesen vernichten lassen. Mit Hilfe der erbeuteten Bösartigkeit konnte es nun mühelos die verbesserten Werkzeuge für seine Schnodderlinge erforschen. Da kommen Spinnlinge bei mir rein. Spinnen essen eure Gurus auf. Ist egal. Mittels neuem Werkzeug war es den Schnodderlingen des hart arbeiten lassenden Bösen nun möglich, sich auch durch härteres Gestein zu schlagen.
Ausgezeichnet. Los, ihr faulen Schnodderlinge. An die Arbeit. Ihr werdet nicht fürs Herumlungern bezahlt. Tatsächlich werden die Schnodderlinge überhaupt nicht bezahlt. Ja und? Sie dienen einer größeren Sache. Mich zu erfreuen beispielsweise. Sie können ja versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen oder irgend so ein Quatsch. Wo sind sie? Die Spinnen? Ach, da. Macht sich da etwa ein Bautrupp der Helden auf den Weg? Los, Kreaturen! Ja! Das Ding platt! Ich hab zu viel von allem irgendwie hier. Kann ich den jetzt eigentlich aufhalten? Ja, kann ich. Zahltag. Schnell! Lauft! Den ersten aufgehalten, aber wir sollten durften keine drei bauen lassen. Da ging dein Bautrupp dahin, Bruderherz. Da wurde die Immobilienblase wohl zum Platzen gebracht, was? Talia, weißt du überhaupt, was die Immobilienblase ist und was das bedeutet? Ach, du willst mich im Moment meines Triumphes jetzt aber nicht mit unnützem Wissen labern, oder? Nein, alles in Ordnung. Was du weißt, ist ein Tropfen. Was du nicht weißt, ein Ozean. So, wir müssen unbedingt das Spinnenloch hier wegmachen. Oh, hier gibt es ein super gutes Diamanten-Dings mit ganz viel Gold. Ein Bautrupp der Helden hatte ein Lager errichtet. Hä? Ein Spinnennest löste sich unter den Schlägen der Kreaturen des arachnophoben Bösen in kleinste Teilchen auf. Ja, 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 so ist es. Gold, Gold, sehr schön. Oh, da kommen die Helden. Feinde in eurem Dungeon. Ein Bautrupp der Helden machte sich auf den Weg, ein neues Lager zu errichten. Ach ja. Oh nein, komm wieder zurück. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Schnell. Ah, ja, sterbt. Wir haben keine Zeit für euch da hinten, für euch niedrige Kreaturen. So. Das mache ich schon. Ich werde mich jetzt mal hier innen drin mal ganz kurz um die Arbeit kümmern. Ich habe nämlich hier schon wieder Gold gesehen. Hier ist wieder so eine Goldstelle. Ja, hier. Ist wieder eine Goldstelle. Wird auch noch abgearbeitet. Ein Bautrupp der Helden wurde von den Armeen des absoluten Bösen zerstört. Ich würde gerne meine Einheiten hier draußen stehen lassen. Aber so weit muss ich ja nicht laufen, zum Glück. Die vermehren sich hier immer mehr, ne? Ja, das ist jetzt irgendwann ziemlich schwer.
Oh, ich habe das Zeugs nicht aufgesammelt. Egal. Was können wir freischalten? Wichtiges Zeugs, bitte. Habe ich schon. Das haben wir noch nicht gemacht. Das würde ich gerne einfach mal machen. Richtig machen. Okay. So, kein Geld mehr. Aber es macht nichts. Die sollen jetzt mal ein bisschen arbeiten. Kein Schnodderling hier, der irgendwas tun kann? Jetzt mach was. Danke. Jetzt schlage ich dich noch mehr zu Brei. So, wir haben jetzt aber eigentlich eine ganz gute Stelle dort gefunden. Mit wichtigen Sachen. Was ist das eigentlich für ein Raum? Ah ja, leerer Goldraum, okay. Ding Dong, es ist Zahltag. Ja, nicht gut. Ich arbeite mich mal ein bisschen weiter hin. Nicht so weit. Wir müssen das ja unbedingt zerstören. Was ist hier? Das ist bestimmt noch ein weiterer Eingang. Ich bin mir ganz sicher, dass es ein weiterer Eingang ist. Wer weiß. So, machen wir das mal hier so. Ja, genau, den Friedhof wollte ich ein bisschen verlängern. So, kostet auch alles Geld, aber naja, gut. Gold wird eigentlich gearbeitet. Eigentlich ganz gut sogar, aber... So. Beim nächsten Mal, wenn wir jetzt gleich rausgehen müssen, dann muss ich mal ganz kurz hier diese Bosartigkeit aufsammeln. Erobert den zweiten Landstein. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, das ist nicht so schwer, was wir hier so machen müssen. Ich fand die Feuerkreaturen immer ziemlich stark. Ups, ja, die kann ich noch nicht machen. 1000 Gold, okay, habe ich nicht. Wundert mich, dass ich überhaupt kein Geld habe. Wer weiß, wo die sich noch hingegraben haben. Sind die eigentlich jetzt da am Kämpfen ein bisschen? Die Hand des Bösen setzte einige Kreaturen der Horde in der Arena ab, um diese zu trainieren und schneller noch stärker zu machen. Wollen lieber ihr Gold haben. Wo haben wir das ganze Gold denn? Bitteschön, nehmen wir das Geld. So, jetzt wollen sie auch noch essen. Bitteschön. Wir wollen jetzt auch mal in die Arena haben. Wo kann man eigentlich draußen lang? Das war, wo ist denn der Weg? Huh, geht's hier los? Gerade verschwunden alles. Ja. Ah, da kommen welche.
sind Feinde in eurem Dungeon. Keine Ahnung, wo ich eigentlich lang gehen muss. Hier rechts kam ich da nicht runter, oder? Gibt's noch keinen Weg? Hier lang vielleicht? Ah, jetzt sind Wege frei geworden, oder wie? Es ist Zahltag. Hier lang darf ich aber auch nicht. Hier ist doch ein Ende, ne? Wie komme ich denn darüber? Verstehe ich nicht. Achso, ich muss den zweiten Eingang nehmen. Ach ja, 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 jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Mein Fehler war das einfach nur. Nur nicht dran gedacht. Dix hat geschlafen. Ah ja, Wachraum sollte ich ja bauen. War ja irgendwie so eine Aufgabe. So, bitteschön. Oh, jetzt habe ich den sogar zweimal gebaut, dass es sich nicht wandelte. Egal. Kostet auch noch so viel Geld. Ich habe gar kein Geld mehr. Was ist los? Was ist denn los? Habe ich nicht viel Geld? Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Das spinnenfürchtende Böse hat auf dem Weg zum Dungeon-Eingang ein Spinnennest angegriffen. Seine Kreaturen machten sich zur Verteidigung bereit. Mit Verteidigung meinst du sicher Angriff, oder? Vorwärts! Schnappt sie euch! Macht sie platt! Baut euch Zahnstocher aus ihren Beinen! Einem befriedigenden Schnacken ging eines der Spinnennester kaputt. Oh, jetzt. Alle zusammen bitte, nicht alle einzeln. Dankeschön. Können wir noch ein paar Einheiten? Ja, ich könnte noch mal ein bisschen... Hier. Oh, geht nicht. 1500. Böse hatte einen weiteren Zugang zur Oberwelt entdeckt.
mal mit Ruhe erstmal. Na, lass mal sie kommen. Die können ja auch mal so durch die Fallen rennen. Wäre jetzt cool, wenn jetzt Einheiten hier vorkommen würden. Huch! Ach, das kommt immer wieder. Ah. Da kommen sie. Vorwärts, Männer! Errichtet ein neues Lager! Ich kämpfe jetzt gerade ein bisschen mal schnell, ich gehe in die Spinnen hier platt. Weil es sind ja ziemlich viele, so. Jetzt aber da rein. Und dann hier raus. Feinde haben den Dungeon betreten. Das ist egal, lass sie mal rein. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da die Wut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Was für ein Gelaber. Stand, Helden des Westens, und verteidigt unsere Lager. Wie oft müssen wir uns diesen Blödsinn denn noch anhören? Er hätte sich wenigstens mal einen anderen Spruch zulegen können. Idiot. Tristans Männer schien die Wiederholung nicht zu stören. Gut, Helden waren sich ja für einen Grind nie zu schade und konnten auch zum 100. Mal einen Raid mitmachen. Nur um vielleicht einen bunten Hut zu gewinnen. Die Helden strömten aus, um neue Verteidigungsanlagen zu errichten. Böse. Die Armeen des verwüstenden Bösen hatten einen Bautrupp der Helden vernichtet. Ah, das werden die schon. Die werden das schon da innen drin schaffen. Ich habe jetzt keinen Bock auf nochmal zurück rein. Wir machen nämlich jetzt hier alles platt. Wie sieht es im Lager aus? Ja, siehst du. Der Ork macht das schon drin. Also er macht da schon alles in Ordnung. Der ist ein guter. Hat mir eigentlich dieses komische Gebäude gebaut? Nö. Dieses eine, nicht das andere. Wisst ihr, was ich meine? Hier werde ich das bauen. Hier. Wie hieß das nochmal? Das und dann das hier. Ach nee. So, wie sieht es eigentlich mit der Außenwelt aus? Haben wir uns bestimmt auch schon geprügelt. Sind aber nicht weit gekommen, wenn wir nicht weitergehen. Los jetzt hier. Haut sie um. So, haben wir hier das Ding endlich gebaut? Nö. So, wie sieht es in der Außenwelt aus? Haube Gott platt. Würde schneller gehen, wenn alle was machen würde. Danke. Die Kreaturen des niederreißenden Bösen hatten ein Lager der Helden vernichtet. Huch, haben da etwa meine Kreatürelchen eins deiner kleinen Lagerlein kaputt gemacht, Bruder? Das tut mir aber leid. Och, das tut mir aber leid. Ich hoffe, du musst jetzt nicht wieder weinen, wie damals bei der Sache mit deinem Kuschelschäfchen. Lass Lamilam da raus. Lamilam? Meine tapferen Soldaten werden dieses Lager im Nu wieder aufbauen. So wie Oma damals mit Nadel und Faden. Dann... Egal. Du bist wirklich niederträchtig, Talia. Danke für das Kompliment.
Vorwärts, Kreaturen! Jetzt nicht müde werden. Weitermachen. Lager suchen, finden und von der Landkarte radieren. Richtig. Nein, so ist gut. Das ist nicht wörtlich gemeint, du Doofkopf. Was ist das hier eigentlich? Also, wir haben kein Gold. Stimmt, was ist eigentlich mit meinem Gold los? Was machen eigentlich meine Schnodderlinge? Kämpfen die da unten noch? Komm, drauf da. Was machen die Schnodderlinge? Da kommen wieder Spinnen? Eine, okay. Was machen die ganzen Schnodderlinge? Fallen oder was? Die fallen immer noch nicht fertig. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Es ist Zahltag. Kennt ihr Anrufe, die nie aufhören zu klingeln? Ein Bautrupp der Helden machte sich auf den Weg, ein neues Lager zu errichten. Das sind so Anrufe, die klingeln und klingeln und klingeln und die hören einfach nicht auf zu klingeln. Die sind so, keine Ahnung, so 16 Minuten lang klingeln das Telefon. Das Schöne ist... So, Telefon ist aus. Das Schönste ist meistens immer noch, dass du das Telefon währenddessen des Anrufes nicht ausstellen kannst. Weiteres Lager der Helden wurde... Meine Brüder! In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Helden erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freunde... Ich sehe nichts. Text weg! Der Text! Ich könnte bei euch bleiben, doch ich muss weiter der Queste folgen. Wir werden uns wiedersehen. Mit diesen Worten machte sich Tristan aus dem Staub. Was? Komm zurück, du erbärmliche Mistmade, damit ich dir tagelange quälende Taten in einem Käfig heimzahlen kann. Ja! Ein Bautrupp der Helden wurde vernichtet. Boah, aber auch meine ganzen Einheiten. Eine eurer Kreaturen ist gestorben. Junge, Junge. Da haben wir gerade ziemlich viel Schaden erhalten, aber auch ein Riesentrupp. Sag mal, sammeln die nichts mehr ein? Ist einfach immer so daran vorbeigehen. Ist mal schrecklich. Sind immer noch da. Das machen die zwar schon, aber jetzt langsam geben die Spinnen langsam ziemlich auf die 1, 2, 3 Zahl. Die kriegen wir auch noch um. Oh, das sind aber viele. Nee. Kriege ich den Weg hier rum? Na, ich hab's schon verstanden. Egal, jetzt ruf hier auf die...
So, ich muss mal ganz kurz nach Hause. So. Der ist echt abgehauen, ne? Weil ich das eine gutes Wesen vernichtet. Böse Tat. Sind die eigentlich immer noch bei uns im Dungeon? Nö. Warum wird sauber gemacht? Warum arbeiten die nicht am Gold? Krass. Da können nur ein paar dran arbeiten. Okay. Und hier war auch noch eins. Okay, hier wollte ich ja noch so dieses eine Gebäude bauen. Das hatte ich ja noch nicht gebaut gehabt. Immer groß. So, erstmal die blöden Spinnen mal hier wegmachen. Erstmal lassen wir unsere Einheiten. Ein Spinnennest löste sich unter den Schlägen der Kreaturen des Arachnophobenbösen in kleinste Teilchen auf. Das war eigentlich nicht der Plan. Die sollten eigentlich nicht kämpfen. Aber gut, dann haben sie es eben getan. So, ich würde gerne jetzt mal noch mal weiter forschen. Ich habe ja recht viele Punkte, aber kein Geld. Wir haben so viel Gold auf der Karte und haben kein Geld. Werden immer noch Fallen gebaut? Welche Fallen? Immer noch? Nö, oder? Ding-Dong, es ist Zahltag. Tolle Wurst. Spinnis kommen wieder. Das reicht. Die Spinnen gehen mir vor auf den Nerv. Aufgedeckt. Mhm. Schick. Einfach mal graben, bitte. Grab doch mal. Oh, da guck mal hier. Da werden bestimmt noch mal ein paar Spinnen sein, aber wir machen die jetzt erstmal die anderen kaputt. Oh, das wollte ich gar nicht. Die sollte eigentlich gerade sterben. Mann! Hier ist eine rote Spinne. Warum ist das eine rote Spinne? Elite-Spinne. Mist. Ah, siehst du, da sind sie wieder. Da kommen wir mal durch, das nervt. Kann ich noch einen bauen? Irgendwen? Die finde ich immer ganz cool. So, alles platt gemacht. Hier können wir auch immer alles abgrasen.
So, wo sind die Spinnen? Oh, die auch noch platt. So, wir machen mal ein paar Sachen, die wir eigentlich schon lange hätte machen sollen. Aber kann ich irgendwo hier? Habe ich irgendwo einen Platz frei? Hier. So. Machen wir einfach mal, damit wir die Mana auch irgendwie loswerden. Ja, noch ein Millimeter wissen wäre so weg gewesen, mein Freund. Machen die jetzt da oder machen sie es nicht? Ja, einer. So, wir gehen wieder raus. Ach, wisst ihr was? Wir gehen hier raus. Ich will nur das Einhorn hier oben nieten. Level 2, Level 2, Level 2, Level 4, 4, 4. Okay. Die Schnodderlinge machen natürlich nicht viel Arbeit. Wo ist das Ding noch mal hier? Ganz vergessen. Ah! Der reinfällt und schreit. Das tut mir voll leid. Das wird nix. Kein Geld. Ihr habt eine Kreatur für immer verloren. Der Heiler. Heiler! Heiler! Flüchte! Tot. Tot, alle tot. Sehr gut. Hab verloren. Ich will mich Talia verlieren. Wow. Krass, echt. Ein bisschen übertrieben, finde ich. Das waren jetzt Level 4er. Die hat das Einhorn einfach umgenietet. Mist.
Alle tot. Keins mehr am Leben. Bullshit. Oh, da kommen Gegner. Oh Gott, der ist auch tot. Na komm, wir machen jetzt die Mission zu Ende. Ich gehe jetzt einfach auf das Portal da hinten und ins Ende. Ich würde zwar gerne... Eurer Kreaturen ist gestorben. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Einfach null Geld. Was ist denn los? Immer noch nicht abgearbeitet alles. Wir brauchen Gold. Kommt, Leute. Der stand die ganze vor meiner Nase. Ich hab den einfach nicht... Och, der läuft recht. 30.000 Kilometer, um Gold zu lagern. So. Okay, wir können hier neue Einheiten bauen. Toll. Der ist ganz cool. Die ist super. Die habe ich ja noch 6 Stück davon. Wieso kann ich davon eigentlich keinen bauen? Benötigt Forschung. Habe ich doch schon. Nee, habe ich nicht. Okay, Geld wird gerade gescheffelt. Sehr gut. Kein Geld mehr da. Mit den Einheiten, die ich jetzt habe, könnte ich eigentlich locker jetzt das Dungeon hier, die Mission fertig machen. Krass. Warum sind das so stark? Schönes Foto hier. Lustig. Echt null Geld. Okay, wir sind gekämpft, das ist mal ganz gut. Aber Level 2 werden wir nicht erreichen, oder? Doch, ja, ne, jetzt wieder Geld lieber haben. Ja, Schluss, komm. Einer. Und raus da. So, hier rüber. Nicht viele Einheiten, die wir haben. Wir haben es schon geschafft. Oh, hier sind wir welche. Nieten wir sie um. Wir kriegen ja auch durchs Töten von Gegnern auch Punkte. Alles gut. Gar keine Orks, ne? Kann ich noch einen Ork bauen oder so?
Kommt schon, ihr hirnlosen Trottel. Ist doch nichts los. Zwei komische Zwerge hier. Ich glaube, dann war es das, ne? Das lagervernichtende Böse hatte eine weitere. Talia und das gerissene Böse hatten es geschafft. Die Lager der Helden lagen in Schutt und Asche. Okay. Ha, so ist es. Los, Tristan, komm raus und zeig dich. Es ist wie damals bei meinem 8. Geburtstag, außer dass du diesmal die Pinata bist. Tristan! Wo bist du? In ihrer Zerstörungswut hatte Talia die etwas überstürzte Abreise von Tristan schon wieder vergessen. Stimmt, dieser verdammte Feigling. Ich war so sehr mit dem Verkloppen von Helden beschäftigt, dass mir das entgangen ist. Aber gut, ich muss mich ohnehin diesem ominösen Rat der Schnodderlinge widmen. Meine Rache muss wohl etwas warten. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und so weiter. Okay, habe ich das geschafft? Habe ich das geschafft? Okay, absolvieren bis. Okay, ich dachte, ich habe echt nicht gedacht, dass ich das geschafft habe. Sollte ich dann nicht drei beim dritten aufhalten oder so? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, wir haben es aber geschafft. War supi, hat mir wieder gefallen. Jetzt kommen mal so ein paar unterirdische Monster noch dazu. Die Spinnen. Spinnen finde ich jetzt gerade nicht so schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die alten Spinnen gruseliger. Richtig gruselig. Da hatte ich echt manchmal Muffensausen, weil die auch sehr stark waren. Die finde ich jetzt eher knuddelig. So ist es. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, nicht vergessen, Däumchen hoch.